Die Motoren laufen bei den Vienna Classic Days in der Wiener Innenstadt. Eine Zeitreise zurück zu den Anfängen des Automobilbaus. Es fahren knapp 300 Autos mit. Das älteste Baujahr 1904. Die Teilnehmer haben die große Ehre, und das ist sicher ein Erlebnis, auf der Rampe des Parlaments präsentiert zu werden. Das ist jetzt gleich im Anschluss nach dem wunderbaren Start beim Rathaus. Und die Oldtimer-Liebhaber beweisen einmal mehr, dass alte Liebe nicht rostet. Ein Freund, ein guter Freund. Das stimmt also hundertprozentig. Alleine schon, wenn ich nur in die Garage gehe und das Auto rieche und spüre, und wenn ich drinnen sitze, dann ist es ein einmaliges Gefühl, dann ist es ein Freund. Es ist ein Packard, ein 35er Baujahr, ist Modell 1936. Es wächst dann richtig ans Herz, ja. Also es freuen sich auch abseits von solchen Veranstaltungen Leute, solche Fahrzeuge dann auch fahren zu sehen und nicht irgendwo im Museum zu verstauben. Es gibt mir eigentlich unheimliche Berge, waren Daumen hoch und so. Ist wie mein Baby, sage ich immer. Das Auto ist ein alter Ford, Baujahr 1907. Und den habe ich ausgegraben in Kanada und meine Frau wusste nichts davon. Und da war der Ehesägen doch leicht schräg. Aber bis dann meine Freundin sagt, hier kann nichts Besseres passieren, solange der Meidlinger da rumschraubt, in der Zeit macht er nichts Dümmeres. Ich habe ihn vor 25 Jahren in Ungarn erstanden und dann liebevoll restauriert für meine Frau. Fahren tue ich und mein Mann pflegt und poliert und streichelt. Dann streicheln tue ich auch. Dein Freund, dein wirklicher Freund, das ist doch der größte Schatz.